Der Messerschmitt? Die Messerschmitt ME-262 revolutionierte das Fliegen und führte es in eine neue Ära. Wäre sie nur ein Jahr früher erschienen, hätte sie den Verlauf des Zweiten Weltkriegs und damit auch die Machtverhältnisse in Europa ändern können. Als sie 1944 das erste Mal in das Geschehen eingriff, war die ME-262 das fortschrittlichste Kampfflugzeug der Welt. In den Händen eines erfahrenen deutschen Kampfpiloten war die ME-262 unbezwingbar. Unter den alliierten Piloten, die zum ersten Mal auf sie trafen, säte sie Furcht und Terror. Der Antrieb war nur eine der revolutionären Entwicklungen, die in dieser wunderbaren Maschine steckten. Die ME-262 war Vorbote der neuen Pfeilungstechnologie. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 869 Stundenkilometern war sie in der Luft konkurrenzlos. Diese restaurierte ME-262 steht im Luftfahrtmuseum der RAF in Cosford, England. Eine von vielen erbeuteten Maschinen aus der Zeit, in der die Alliierten Europa befreiten. Daraus erlerntes Wissen ebnete den Weg in eine neue Zeit, die Zeit der Jets. Der Jetantrieb hat seinen Ursprung schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Henri Coanda entwickelte 1910 das Propellerturbinentriebwerk. Es war der erste Versuch, Antriebsschub mit einer propellergetriebenen Turbine zu erzeugen. Bei seinem Jungfernflug ging das kleine Flugzeug in Flammen auf und zerschellte. Nach dem Ersten Weltkrieg ersetzten Turbolader, wie diese MOS-Einheit an einem Packard-Doppeldecker, die Funktionen des Kolbenmotors. Die Piloten stellten damit immer schneller neue Höhenrekorde auf. Der erste echte Düsenantrieb wurde in England entwickelt. Nach jahrelangen Unstimmigkeiten mit der britischen Regierung entwickelte Frank Whittle, ein ehemaliger RAF-Pilot, erfolgreich den Prototypen des W1X-Flugzeugtriebwerks. Am 12. April 1937 begann für das Fliegen eine neue Zeitrechnung. Zur selben Zeit wurden in Deutschland Flugtests mit dem raketenangetriebenen Hybriden HE-112 der Firma Heinkel von der Regierung unterstützt. Das Nazi-Regime wollte den neuen Antrieb unbedingt einsetzen. Mit 4 HE-112 wurde der Prototyp des Raketenantriebs getestet. Nur eine bestand diese Tests. Während der 30er Jahre bewegten sich die deutschen Flugzeugbauer am Rande der ihnen vom Versailler Abkommen zugestandenen Beschränkungen. Ein Jagdflieger, die HE-70 Blitz, wurde als Hochgeschwindigkeitspostflieger getarnt. Nach Hitlers Machtübernahme wurden Entwicklungen im Flugwesen heimlich gefördert. Der Schwerpunkt wurde auf die Geschwindigkeit gelegt. Das Abkommen hatte einige Gesetzeslücken. 1919 schienen Jets und Raketen ein ferner Traum. Unbemerkt von Deutschlands Nachbarn entwickelte der Maschinenkonstrukteur Hans von Ohain unter der Schirmherrschaft von Ernst Heinkel den Jetantrieb weiter. Am 27. August 1939 beförderte seine Entwicklung die Heinkel HE-178 in den Himmel. Es war das erste Düsentriebwerksflugzeug der Geschichte. 5 Tage später wurde die Welt in einen Krieg gestürzt, der 6 Jahre dauern sollte. Hitler begann den Krieg mit der Hoffnung auf schnelle Siege, die von der Luftwaffe schnell und hart erzielt werden sollten. In den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs überrannten die deutschen Truppen Europa. Nach den ersten Siegen ließ der Wunsch nach verbesserten Flugzeugen rasch nach. Der Führer war der Meinung, dass sich niemand der mächtigen Luftwaffe widersetzen könnte. Die Truppen des Reichs marschierten in Paris ein. Europa wurde von den Nazis überrannt. Es gab keinen Grund, ein besseres Flugzeug zu bauen. Sie schienen unbesiegbar. Die Luftwaffe hatte keine gleichwertigen Gegner.
Allerdings gingen die siegreichen Zeiten dem Ende entgegen. Unvergessen ist die Schlacht um Britannien. Deutsche und britische Piloten lieferten sich hoch über England einen tödlichen Kampf. Ende 1941 hatte sich das Blatt gewendet. Und der Stolz der Luftwaffe lag in Einzelteilen vor der britischen Festung. Die Deutschen verlangten nach dem neueren, stärkeren und schnelleren. Man überdachte die Möglichkeiten des Jets. Der erste Düsenflieger war Heinkels HE-280. Er sollte als Kampfjet eingesetzt werden. Ernst Heinkels Leidenschaft für hochentwickelte Flugzeuge hatte zur Folge, dass es viele Neuentwicklungen auf diesem Bereich gab. Der erste Düsenflieger war Heinkels HE-280. Er sollte als Kampfjet eingesetzt werden. Ernst Heinkels Leidenschaft für hochentwickelte Flugzeuge hatte zur Folge, dass es viele Neuentwicklungen auf diesem Bereich gab. Die HE-280 flog 1940 zum ersten Mal als geschleppter Gleiter. Der Zweck heiligte die Mittel. Die Düsentriebwerke wurden erst später geliefert. Also entschloss man sich, diese antriebslosen Flüge zu machen, um die Flugeigenschaften zu testen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Wartungsfreundlichkeit der Maschinen immer wichtiger. Die HE-280 hatte in dem Bereich keine Probleme. Die ersten deutschen Düsentriebwerke erreichten bald ihre Belastungsgrenze und fielen sehr schnell aus. Deshalb wurden sie weiterentwickelt und möglichst einfach konstruiert. Das Ergebnis war ein schnell austauschbares Triebwerk. Es gab nur wenige Befestigungspunkte und Anschlüsse für die Triebwerke. Sie konnten leicht befestigt werden. Eine Konsole auf den Tragflächen erleichterte es dem Bodenpersonal, an die Triebwerke zu gelangen. Diese waren im Vergleich zu ihren Vorgängern, den Kolbenmotoren, überraschend leicht. Man sah der Heinkel die anspruchsvolle Verarbeitung, ausgeklügelte Aerodynamik und stabile Konstruktion an. Wenn die Triebwerke der HE-280 richtig funktionierten, war es eine Freude, das Flugzeug zu fliegen. Die ersten Jets hatten alle zu wenig Leistung und eine sehr kurze Reichweite. Der erste Flug mit den Düsentriebwerken fand am 2. April 1941 statt. Zu dieser Zeit war die HE-280 der durchdachteste und fortgeschrittenste Jet der Welt. Parallel zu den deutschen Bemühungen arbeitete der Brite Frank Whittle am ersten von zwei Prototypen, dem Gloster E-2839. Er sollte ein Düsenflugzeug entwickeln und es den Alliierten zur Verfügung stellen. Die Flugzelle war einfach konstruiert und diente Whittle als Versuchsobjekt für sein Düsentriebwerk. Im Mai 1941 hob die Gloster der erste alliierte Jet ab. Die HE-280 hatte einen riesigen Vorsprung vor dem britischen Jet. In einem Wettbewerb ließ sie das beste Propellerflugzeug der Luftwaffe weit hinter sich. Trotz Neuentwicklungen wie dem Schleudersitz waren Probleme mit der Reichweite, Wendigkeit und Heinkels politische Abneigung die Hauptgründe, dass die HE-280 nie als Kampfjet eingesetzt wurde. Diese Ehre wurde einem anderen zuteil. Die Heinkel-Jets waren durchdachter als Messerschmitts ME-262. Allerdings verliehen ihr die geschmeidigen Flügel und die zwei Junker Jumo 004 Triebwerke eine wunderbare Form. Der haifischähnliche Rumpf verlieh ihr eine tödliche Eleganz. Die ersten vier Prototypen waren sogenannte Tail Dragger. Die lange Nase zeigte gen Himmel. Es war ein Flugzeug, das schon schnell aussah, wenn es nur dastand. Messerschmitt hatte das Fahrwerk so gebaut, dass es im Einsatz stabil und zuverlässig war. Die Messerschmitt wurde, wie auch die HE-280, wartungsfreundlich gebaut. Dies war zwingend erforderlich für ein Flugzeug, das unter Kampfbedingungen über Schlachtfelder flog. Die Junker-Triebwerke konnten ohne großen Aufwand repariert und ausgetauscht werden. Die Treibstoffzufuhr
und die elektrischen Anlagen konnten leicht über eine Konsole im Fahrgestell erreicht werden. Die ME-262 war eine perfekte Mischung aus anspruchsvoller, moderner Technik und einfachem Design. Die Triebwerke waren noch nicht bereit für den ersten Flugversuch. Ersatzweise wurde ein 700 PS starker Kolbenmotor unter die Nase montiert. Im Juli 1942 hob die dritte ME-262, angetrieben von den lange erwarteten Jumo-Triebwerken, ab. Der erste erfolgreiche Flug der düsengetriebenen ME-262 fand am 18. Juli 1942 statt. Die Triebwerke waren einsatzbereit und mit Flugkapitän Fritz Wendel am Steuer war es der erste Flieger seiner Art, der in die Lüfte abhob. Während der Testflüge gab es Schwierigkeiten mit dem Heck. Es kam nicht hoch. Also versuchte der Testpilot eine neue Technik. Wendel erklärte später: Ich betätigte unverzüglich die Bremse. Das Heck hob ab und blieb in der Luft. Die Triebwerke liefen wie ein Uhrwerk und es war eine wahre Freude, die neue Maschine zu fliegen. Der Flug verlief nicht ohne Zwischenfälle. Während der Landung entzündete sich Treibstoff, der sich am Boden des linken Triebwerks angesammelt hatte. Die Beschädigung war nicht so gravierend und das Flugzeug konnte am selben Tag wieder fliegen. Den Vereinigten Staaten blieb dieser Wettstreit um den Düsenantrieb nicht verborgen. Das Modell 27 von Bell Aircraft, später bekannt geworden als P-59 Aero Comet, wurde von zwei GE-Strahlturbinen angetrieben, die auf dem Original von Whittles Triebwerk aus England basierten. Nach einem Jahr Entwicklung war man für die ersten Testflüge bereit. Der Flieger wurde mit dem Zug nach Muroc in die kalifornische Wüste gebracht. Am 1. Oktober 1942 startete Testpilot Bob Stanley die P-59. Unglücklicherweise zeigten sich bei dieser Vorstellung keine Vorteile im Vergleich zu den Flugzeugen, die mit Kolbenmotoren ausgestattet waren. Trotz all dem wurde die Aero Comet von Bell gebaut. Über 60 dieser Flieger wurden hergestellt. Der Jet hatte Amerika erreicht. In Deutschland wurde die ME-262 verändert. Messerschmitts Entwickler kopierten dabei die Dreirad-Fahrwerkskonstruktion ihres Konkurrenten Heinkel. Der Tail Dragger bot während der Starts und Landungen schlechte Sicht. Die Flügel verhinderten die Luftströmung zum Heck. Der nötige Startwinkel erschwerte das Abheben. Das Nasenrad sollte diese Probleme lösen und wurde doch zur Achillesferse des Flugzeugs. Schlechte Reifenqualität und schwache Verstrebungen führten zu vielen Unfällen. Die Verstrebungen waren so schwach, dass die kleinste falsche Seitwärtsbewegung zu katastrophalen Ergebnissen führte. Das Fahrwerk wurde hydraulisch ein- und ausgefahren. Bei der ersten ME-262 geschah das mithilfe der Erdanziehungskraft. Dabei musste der Pilot zur Seite fliegen, sodass die Räder von einem Luftzug ausgefahren wurden. Die Schwalbe war ein Wunderwerk der deutschen Entwicklung. Von unerfahrenen Arbeitern zusammengebaut, war sie ein einfaches, aber auch geniales Flugzeug. Der Rumpf bestand aus verschiedenen Komponenten, die einfach und schnell montiert wurden. Er konnte von den Flügeln getrennt und ohne Schwierigkeiten repariert oder ersetzt werden. Der Nasenbereich, in dem sich das Fahrwerk und die Waffen des Fliegers befanden, konnte auch als Ganzes entfernt werden. Die vier 30mm Kanonen waren pneumatisch befestigt und wurden elektronisch abgefeuert. Die zwei oberen Kanonen hatten jede 100 Schuss und die unteren zwei je 80. In der Nase der ME-262 war eine Kamera befestigt, die das Schicksal ihrer Opfer aufnahm. Die ME-262 griff im April 1944 zum ersten Mal in die Kämpfe ein, obwohl sie noch Teil einer Testschwadron war. 5 Monate später war es die erste einsatzfähige Jet-Schwadron der Welt. Sie hieß Kommando Nowotny und benannte sich nach ihrem Fliegerass Walter Nowotny und griff am 3. Oktober 1944 zum ersten Mal in die Kämpfe ein. 5 Tage später ging der erste Jet verloren. Eine amerikanische Mustang P-51 hatte ihn abgeschossen. Nach der Landung wurde ein Schutzgitter befestigt, das verhindern sollte, dass die Triebwerke Gegenstände einsaugten.
Propellerpiloten fanden in den Jets ihre gewohnten Steuerknüppel wieder mit dem Feuerknopf oben. Da die ME-262 eine tödliche Feuerkraft besaß, wurde die Waffensicherung vom Bodenpersonal doppelt überprüft. Sicherheitsvorkehrungen waren in einem Bereich, in dem sich diese hochexplosiven Flugzeuge aufhielten, absolut wichtig. Das Flugfeld war ein gefährlicher Arbeitsplatz. Hier winkt der Pilot einen vollbeladenen LKW aus dem Feuerbereich einer ME-262. Kein besonders guter Parkplatz. Der Jet war leicht zu pflegen und er benötigte auch nicht die hochwertigen Treibstoffe wie die mit Kolbenmotoren ausgestatteten Flieger. Stattdessen wurde er mit J2 betankt, einer speziellen Dieselölmischung. Die vier Tanks des Fliegers nahmen etwa 2500 Liter Treibstoff auf. Das Flugzeug war zweifellos dafür bestimmt, eine schnelle Wende an der Front herbeizuführen. Gegen Ende des Krieges hatten einige US-Piloten die Aufgabe, eroberte ME-262 aus Deutschland auszufliegen. Bob Strobel war von der Wartungsfreundlichkeit beeindruckt. Die Zahl der Flugzeuge war eine der wichtigsten Sachen, die man im Gefecht aufrechthalten wollte. Man musste die Triebwerke schnell wechseln können. Ein Triebwerk an einem Thunderbolt zu wechseln, war eine Aufgabe von einem Tag, wenn nicht sogar zwei oder drei, und das unter günstigsten Voraussetzungen. Ich selbst weiß, dass man bei einer ME-262 das Triebwerk in einer halben Stunde wechseln konnte. Jedes Düsentriebwerk hatte einen internen 10 PS starken Startmotor, der als Zweitakter arbeitete. Diese kleinen Geräte machten den Flieger unabhängig von den lästigen zusätzlichen Startereinheiten. Der Startermotor war im Einlassstutzen auf der Vorderseite der Flugzeugtriebwerke angebracht. Jeder dieser Startermotoren konnte vom Cockpit aus elektronisch gesteuert werden. Wenn der Startvorgang fehlschlug, wurde der Motor mit einem D-Ring, der mit einem Draht verbunden war, angeworfen, wie bei einem Rasenmäher. Bevor die Maschine starten durfte, wiederholte das Bodenpersonal ein tägliches Ritual. Der Innenraum wurde nach Fremdkörpern abgesucht. Dann wurden der Kompressorbereich, die Turbinen und die Turbinenblätter überprüft. Als nächstes waren die äußeren Düsen und das äußere Gehäuse dran. Vor dem Gehäuse war die Außenturbine. Diese wurde sorgfältig geprüft. Beschädigungen irgendwelcher Art erforderten eine sofortige Reparatur. Die äußere Hülle wurde häufig als Zwiebel bezeichnet und war dem Triebwerk der Schwalbe ähnlich. Sie wurde so entwickelt, dass sie sich nach vorne und hinten bewegen konnte. Dieser Bewegungsradius betrug bei Höchstgeschwindigkeit über 15 cm. Die ME-262 war in jeder Hinsicht innovativ. Das vertikale Heck und das Seitenruder waren ungewöhnlich. Sie konnten mit einer Trimmungsklappe im Cockpit gesteuert werden. Eine Anzeige zeigte dem Piloten, in welcher Position sich die Trimmungsklappe befand. Der Pilot steuerte das Höhenleitwerk per Hand, so gut er konnte. Das war unerlässlich bei einem Flugzeug, das mit dieser Geschwindigkeit flog. Dem Bestreben, die ME-262 mit ihren hohen Start- und Landegeschwindigkeiten zu zähmen, wurde das Flugzeug mit freiliegenden Vorflügeln bestückt. Das bedeutete eine große Verbesserung bei geringen Geschwindigkeiten. Im Gleitflug erreichte sie eine Geschwindigkeit von etwa 300 Stundenkilometern, im Steigflug etwas weniger als 450 Stundenkilometer. Allerdings verloren sie bei hohen Geschwindigkeiten ihre Wirkung. Die Vorflügel, die auf Kugellagern montiert waren, blieben oft stecken. Sie wurden vom Bodenpersonal immer sehr sorgfältig überprüft. Wenn sie nicht perfekt funktionierten, würde der Pilot während des Starts und der Landungen völlig die Kontrolle verlieren. Vor den Flügen wurde das Flugzeug vom Bodenpersonal vorsichtig nach draußen gebracht. Alles wurde überprüft. Als nächstes wurden die pneumatischen Lufttanks und der Luftdruck des Fahrwerks überprüft. Hydraulikflüssigkeit war wichtig für einen sicheren Flug und wurde vor jeder Mission neu aufgefüllt. Diese kostbare Flüssigkeit unterstützt die Bremsklappen, das Fahrgestell und die Bremsen.
Dieser Vorgang wurde gründlich und präzise durchgeführt. Übersah man das kleinste Detail, konnte das für den Mann in der Luft fatal werden. Unter diesen schweren Bedingungen war Vorsicht Grundvoraussetzung. Die Nieten waren sauber befestigt, die Außenhülle war sauber befestigt, manchmal hatte sie ganz kleine Falten. Es muss sehr schwierig gewesen sein, das Metall und die anderen Materialien zu bearbeiten. Die Triebwerke waren nicht besonders sorgfältig gebaut und sahen nach einer Fehlkonstruktion aus. Es kann auch am schlechten Material oder den Bedingungen gelegen haben, unter denen sie zusammengebaut worden sind. Messerschmitt hatte den Jet auch eher für den Piloten gebaut. Die Sicht nach vorne war exzellent. Durch das Dreiradfahrwerk hatte man auch eine viel bessere Sicht bei Starts und Landungen. Das war gut. Die Cockpit-Anordnung war gut. Die Ausstattung darin war gut. Im Großen und Ganzen, denke ich, war es vor allem für die Piloten sehr gut. Die Instandhaltung der Jets unterschied sich komplett von den anderen Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs. Die Frontbedingungen der Deutschen waren gegen Ende des Zweiten Weltkriegs alles andere als ideal. Trotzdem war die ME-262 genauso stabil wie die Kolbenmotorflugzeuge. Schutzhüllen für die Triebwerke wurden Pflicht bei jedem Jet. Dadurch sollte vermieden werden, dass die Turbinen etwas einsaugen und dadurch beschädigt werden. Wenn das Flugzeug am Boden bewegt werden sollte, wurde eine normale Abschleppstange eingesetzt. Diese wurde mit Seilen gesichert, die am Hauptfahrwerk befestigt wurden. Die Seile dienten zur Zugentlastung für die anfällige Nasenkonstruktion. Das Abschleppen des Flugzeugs war eine Aufgabe für das Kettenkrat. Dieses kleine, benzinangetriebene Halbkettenfahrzeug war mit seiner Manövrierfähigkeit prädestiniert für diese Aufgabe. Das Kettenkrat konnte sich über unterschiedlichstes Gelände und bei jedem Wetter fortbewegen. Als größtem Aktivposten der Luftwaffe wurde die ME-262 häufig in getarnten und gesicherten Verstecken untergebracht. Diese waren wegen der ständigen alliierten Angriffe bald auch sehr nötig. Für die Elitetruppen, die die Schwalbe fliegen durften, war es eine außergewöhnliche Erfahrung. Günter Rall mit 275 Abschüssen, das drittbeste Fliegerass der Luftwaffe, erklärt es uns. Ich nahm die Möglichkeit wahr, die 262 zu testen. Und es war sensationell. Wissen Sie, die Startbahn langsam entlang zu fahren, die Triebwerke nicht hochzujagen. Man musste ja auf die Temperatur achten. Wenn man das Gaspedal zu heftig betätigte, überhitzte das Triebwerk. Das konnte schnell geschehen. Man musste vorsichtig sein. Als Kampfpilot gab man in seinem Propellerflugzeug einfach Gas, es war egal. In der ME-262 musste man ständig darauf achten. Mit einem Fluglehrer auf dem linken Flügel beginnt ein Flugschüler der ME-262 seine Flugstunde. Fast alle Piloten waren Kampfflieger. So konzentrierte sich die Ausbildung auf die Eigenheiten des Dreiradfahrwerks und die temperamentvollen Triebwerke des Flugzeugs. Der Gashebel der Schwalbe war knifflig und musste mit besonderer Vorsicht behandelt werden, besonders während dem Start der Triebwerke. Die Triebwerke zu starten war ein umständlicher Vorgang. Erst musste der Reidel-Zweitakter angeworfen werden, um das Haupttriebwerk zu starten. Zwischen 800 und 1000 Umdrehungen in der Minute wurde die elektronische Zündung gestartet. Bei 2000 Umdrehungen in der Minute wurde der Starter gelöst. Bei 3000 Umdrehungen wurde der Gashebel
Hebel in die optimale Position gebracht. Wenn sie erstmal liefen, kamen die Turbinen auf eine Schubkraft von je 9 Kilonewton. Das brachte die Turbinen auf eine Leistung von 8700 Umdrehungen in der Minute. Es gab gegen Ende des Krieges keine ME-262 Übungsjets. Die Piloten flogen meistens alleine. Eine entmutigende Aufgabe für die meisten Piloten. Die Ausbilder hielten während des ganzen Übungsflugs Funkkontakt. Die einfache Handhabung blieb den Piloten der Luftwaffe nicht verborgen. Die Geschwindigkeit von über 860 Stundenkilometer war für Piloten, die noch nie so schnell geflogen waren, atemberaubend, erst recht bei Sturzflügen. Andererseits war die langsame Beschleunigung dieser ersten Jets ein Problem, vor allem während der Starts und Landungen. Während die Propellermaschinen gleich auf die Gashebelbetätigung reagierten, mussten die Jetpiloten jedes Mal darüber nachdenken, wie sie vorgehen sollten. Bis man in der Luft war, hatte man ein schweres Flugzeug, das nur langsam Fahrt aufnimmt. Bis dahin war es nicht manövrierfähig. Während der Starts und Landungen wurden wir von Propellermaschinen geschützt, von 190ern und 109ern, die über dem Flugfeld und dem Schlachtfeld auf uns achteten. Eine andere gute Sache war der sehr, sehr gute Funk. Während der Übertragungen kam es zu keinen Unterbrechungen und vor allen Dingen war er sehr klar und verstand alles und das in der damaligen Zeit. Wenn man im Propellerkampfflugzeug saß, hatte man in seinem Funk ein ständiges Hintergrundrauschen. In der ME-262 merkte ich nichts davon. Es war sehr, sehr angenehm. Für einen Kampfpiloten ist die Geschwindigkeit berauschend. Bei 869 Stundenkilometern gab es keinen Piloten, der von der ME-262 nicht beeindruckt war. Damals stand der Rekord der Kolbenmotorflugzeuge bei etwa 755 Kilometern. Die Schwalbe brach diese Marke fast jedes Mal, wenn sie flog. Hier war endlich das Flugzeug, mit dem die Luftwaffe das Kriegsglück erzwingen wollte. Die Truppen waren in der Unterzahl und die Städte lagen in Trümmern. Deutschland hoffte, dass mit der neuen Technologie die Lüfte zurückerobert und das Reich vor der Zerstörung bewahrt werden könnten. Der D-Day am 6. Juni 1944 war der Anfang vom Ende des Dritten Reichs. Durch diese Offensive wurde Hitler in die Rolle des Gejagten gedrängt. Der Führer war besessen vom Potenzial der ME-262 als Angriffsbomber. Diese Besessenheit sollte sich rächen. Und die Angriffe brachten Deutschland noch einen Schritt näher an den Rand der Niederlage. Wenige Wochen nach der Landung in der Normandie wurden den Alliierten andere Instrumente des Terrors entgegengeworfen. Die berüchtigste Waffe war die V1, eine fliegende Bombe. Unberechenbar und tödlich läutete sie den Beginn einer neuen Kriegsführung ein. Die V1 lösten Chaos aus, waren schwer zu bekämpfen und sehr effektiv. Ähnlich eindrucksvoll war der revolutionäre Abfangjäger von Messerschmitt, die ME-163 Komet. Sie hatte kein Heck, erreichte fast Schallgeschwindigkeit und stieg in Höhen auf, die dem heutigen Standard nahe kommen. Das berühmte Luftwaffenass Adolf Galland unterstützte leidenschaftlich die Rolle der ME-262 als Jagdflugzeug. Er sagte einmal, das Fliegen ist, als wenn man von Engeln angetrieben wird. Galland war überzeugt davon, dass die ME-262 den anderen Kampffliegern weit voraus war. Er diskutierte mit Göring darüber, dass sich die Produktion nur noch auf die Focke Wulf 190 und die ME-262 konzentrieren sollte. Kein anderes Flugzeug, das er je bestiegen hatte, wäre in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Hitler bestand fanatisch darauf, die ME-262 als Angriffsbomber und nicht als Abfangjäger einzusetzen, der so dringend benötigt wurde. Des Führers Mangel an Weitsicht war nicht das einzige Hindernis. Die ständigen Experimente mit dem Flugzeug verhinderten dessen Einsatz.
Die unaufhörlichen Einschläge alliierter Bomben und Siege ihrer Bodentruppen besiegelten das Schicksal des Reichs. Die schweren Zerstörungen durch die ständigen Bombardierungen forderten ihren Tribut. Durch Hitlers ständiges Verlangen nach Veränderungen an der ME-262 konnte das Flugzeug den Dienst gar nicht früher antreten. Die Möglichkeit, das Blatt zu wenden, war schon lange vorbei. Die deutsche Industrie war am Limit. Und der Rest der Deutschen lebte in einem Niemandsland zwischen verkohlten Ruinen und mit schlaflosen Nächten. Deutschland lag in Trümmern. Millionen waren tot. Nur Kinder und alte Männer waren noch übrig, um den Krieg weiterzuführen. Ende 1944 war die Niederlage nicht mehr abzuwenden. Die meisten dachten nur ans Überleben, bis die Bombardierungen aufhörten. Inmitten dieses Wahnsinns hatte die Produktion der ME-262 mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die Arado AR-234 sorgte für Konkurrenz. Ein Kurzstreckenbomber und Aufklärungsflugzeug. Die 234 war eine Mischung der besten Entwicklungen aus der ganzen Welt. Sie hatte auch Jumo 004 Triebwerke und ließ die anderen Flugzeuge schon bald blass aussehen. Als Alternative zu den Jumo Triebwerken wurden 4 BMW Triebwerke für die Arado hergestellt. Ironischerweise kam die Arado 234 sehr nahe an Hitlers Vorstellung von einem Angriffsbomber heran. Die logistischen Probleme der ME-262 wurden zum Albtraum. Hitlers Beharrlichkeit, aus einem Jagdflieger einen Bomber machen zu wollen, vermehrte nur die Probleme. Für das Luftwaffenass Günter Rall war die Rolle der ME-262 augenscheinlich. Wissen Sie, für Hitler zählte nur die Offensive. Das war auch das Hauptproblem mit der ME-262. Er wollte aus der ME-262 Bomber machen, die ohne elektronische Hilfe Bomben abwarfen. Das war dumm. Er dachte nur an die Offensive. Aber Galland sagte, nein, wir müssen Jäger bauen. Die kamen dann auch, und er sollte recht behalten. Am Ende brach er sogar mit Göring. Göring gab ihm und den Jägern die Schuld. Als Begründung führte er die großen Bombererfolge der 8. Flotte bei der Schlacht um England auf. Galland dankte ab und übernahm die 44. Staffel. Hitler fragte ihn nach dem Sinn dieses Vorgangs und Galland sagte ihm, dass er die 44. Staffel übernehmen wolle, um zu beweisen, dass die ME-262 ein Jäger ist. Das tat er dann auch. Im April 1944 wurden die ersten Flieger von Lechfeld aus eingesetzt. Im folgenden Oktober wurde die Einheit, die sich Kommando Novotny nannte, mit etwa 30 Kampfjets ausgerüstet. Kurz nach dem Eintreten ins Kampfgeschehen vergoss die Schwalbe zum ersten Mal Blut. Juni 1944 fielen 2 Lockheed Lightnings und 2 Moskitos den Waffen der ME-262 zum Opfer. Ein dritter Moskito überlebte. Der Pilot kehrte mit Fotos des neuen Jagdfliegers nach England zurück. Obwohl er später herauskam, ähnelte der britische Gloster Meteor doch der ME-262, auch wenn er weniger ausgeklügelt war. Er wurde von verschiedenen Rolls-Royce-Triebwerken angetrieben. In den letzten Tagen des Krieges wurde er nur noch selten und mit mäßigem Erfolg eingesetzt. Im Juli 1944 wurden die Meteore zum ersten Mal gegen die fliegenden Bomben, die V1, eingesetzt und verzeichneten ihren ersten Abschuss am 27. Juli. Endlose Bombardements trafen Deutschland Ende 1944 und Hitler kam endlich zu der Erkenntnis, dass Luftabwehr zwingend notwendig sei. Bei den Alliierten kursierte das Gerücht von einem deutschen Superjet. Die ME-262 schoss mit unerhörter Geschwindigkeit durch die Bomberformationen und war jedem feindlichen Jäger überlegen. Sie war schneller als jede Geschützkanzel in den alliierten Bombern. Wenn ein guter Pilot sie flog, war sie nahezu unangreifbar. Das deutsche Schicksal war allerdings schon besiegelt. Es war eine Tatsache, dass wir den Krieg verlieren würden.
Auch wenn wir bessere Flugzeuge, bessere Jäger und die besseren Waffen hatten, es war nur eine Frage der Zeit. Allerdings hätte sich die Situation in der Luft grundlegend geändert, wenn die ME-262 in Massen produziert worden wäre. Kein Zweifel, sie hätte die amerikanische Bombersituation grundlegend geändert. Aber es war zu spät. Die ME-262 konnte den Kriegsverlauf nicht ändern. Die alliierten Kräfte griffen schonungslos deutsche Fabriken und Städte an. Auch die Bewohner wurden getroffen. In einer letzten Verzweiflungstat zerstörten Luftwaffenpiloten, die keinen Treibstoff mehr hatten, ihre eigenen Flugzeuge, um dem Feind nichts zu hinterlassen. Im Frühjahr 1945 waren die deutschen Streitkräfte zerschlagen und die Alliierten drangen tief in das Herz des Dritten Reiches ein. Alliierte Jäger und Bomber flogen ungehindert durch die Lüfte über Deutschland. Die Deutschen leisteten geringen Widerstand oder verteidigten sich nur noch. Jeden Tag regneten Bomben herab. Die Verwüstung war verheerend. Das Herz der deutschen Industrie lag in Trümmern und konnte den Krieg nicht länger vorantreiben. Hunderttausende, alte und junge, Soldaten und Zivilisten verloren ihr Leben. Das Dritte Reich war regelrecht zertreten worden. Am Ende des Krieges waren über 7 Millionen Deutsche ums Leben gekommen. Als die Alliierten immer weiter nach Deutschland vordrangen, entdeckten sie im ganzen Land versteckt neueste Technologien. Suchteams wie Watson's Wizards streiften in einer alten C-47 umher und markierten alles, was irgendwie wichtig sein könnte. General Watson erinnert sich. Wir konnten überall landen und das machten wir oft. Wir landeten in Kornfeldern und schliefen unter den Tragflächen. Wir frühstückten unter den Flügeln und hoben wieder ab, um irgendwo hinzufliegen und etwas zu finden. Den deutschen Flugzeugen galt das Hauptinteresse der Operation Lusty. Die Teams hatten die Aufgabe, Flugzeuge zu finden. Watson gab Bob Strobel den Auftrag, sich mit der ME-262 zu beschäftigen. Er sagte, flieg nach Lechfeld und kümmere dich dort um die Jungs. Bring den Piloten bei, die ME-262 zu fliegen. Zeig den Vorgesetzten, wie sie gewartet wird und flieg sie dann nach Cherbourg. Er ging und ich blieb mit offenem Mund stehen und wollte ihn fragen, hey, was weiß ich schon darüber? Und er ging einfach weg. Das war mein erster Einsatz für Lusty. Ich fand 25 bis 30 Jets vor, die auf dem ganzen Flugfeld verteilt und in unterschiedlichstem Zustand waren. Die US-Teams arbeiteten schnell, da sie vor den anrückenden sowjetischen Truppen fertig sein wollten. Deutsche halfen, die restlichen ME-262 zu bergen. Wir arbeiteten mit diesen Menschen zusammen und empfanden keine Feindseligkeiten. Sie waren sichtlich sehr stolz auf die Flugzeuge, die sie hatten. Sie wollten, dass wir sie auch mögen und stimmten zu, mit uns zusammenzuarbeiten, auch wenn sie wussten, dass wir die Flugzeuge ausfliegen wollten. Großbritannien war auch schnell dabei, die Technologie auszuwerten. Hauptmann Eric Brown flog die ME-262. Viele Sachen, wie die Triebwerkstechnologie und ihre Bewaffnung, zeigten, dass sie sehr fortgeschritten waren. Tatsächlich waren wir geschockt, als wir einige Sachen untersuchten und feststellten, wie weit sie uns voraus waren. Unter den außergewöhnlichen Waffen war auch eine Ruhrstahl X-4 Luft-Luft-Rakete. Es war vorgesehen, sie an der ME-262 zu befestigen. Sie wurde von einer Heinkel HE-111 getestet. Noch mehr tödliche ME-262 wurden entdeckt. Eine war mit einer 50mm Kanone bestückt. Das Geschützrohr ragte 2 Meter über und war so schwer, dass ein Gegengewicht am Heck des Flugzeugs angebracht werden musste.
Da sie in ziemlich großer Zahl produziert worden war, fanden die Alliierten mehr ME-262 als andere deutsche Flugzeuge. Bob Strobel überführte viele von ihnen nach Cherbourg in Frankreich und bemerkte viele der ungewöhnlichen Eigenschaften des Flugzeugs. Wir waren beeindruckt von der enormen Geschwindigkeit, der mühelosen Beschleunigung, den leisen Triebwerken und der geringen Vibration. Ich war erstaunt, als ich 750 bis 850 Kilometer in der Stunde erreichte und dabei den Gashebel nur leicht bewegte. In Cherbourg an der französischen Küste wurden die Flugzeuge der Luftwaffe gesammelt. Am Ende des Krieges war es ein belebter Ort. Nachdem sie ankamen, wurden die Flugzeuge auf das britische Schiff HMS Reaper verladen und auf die lange Reise in die USA geschickt. Um sie vor dem Salzwasser zu schützen, wurden alle Flugzeuge in eine Schutzhülle gepackt. Während die alliierten Piloten die ME-262 flogen, wurde ihnen bewusst, wie beeindruckend dieses Flugzeug war. Als General Spatz mich mit der ME-262 fliegen sah, kommentierte er dies hinterher auf seine übliche Weise: abgefahren. Er war niemand, der viele Worte über diese Sache verlor, aber sein Ausdruck war abgefahren. Später sagte er zu mir: meine Güte, wenn Sie dieses Flugzeug richtig eingesetzt hätten, wären wir mit unseren B-17 chancenlos gewesen. Wir hätten einen ganzen Haufen verloren. Ein feindliches Flugzeug über das zerstörte Europa zu fliegen, barg viele Gefahren. Personenverwechslung, unbequeme Cockpits und versteckte Probleme wie die Anfälligkeit des Bugfahrwerks führten zu vielen Unfällen. Von allen Jagdflugzeugen, die ich geflogen hatte, war dieses meiner Meinung nach das beste und kampftauglichste seiner Zeit. Man konnte einfach alles damit machen. Watson stand damit nicht alleine da. Beinahe alle Piloten, die es geflogen hatten, lobten die Flugtauglichkeit des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt. Wenn sie abhob und alles funktionierte, war die ME-262 ohne Zweifel das wahrscheinlich eindrucksvollste Flugzeug des Zweiten Weltkriegs. Wenige ME-262 blieben übrig. Und gut erhaltene Exemplare sind heute nur noch ganz selten zu finden. Das besterhaltenste steht im Planes of Fame Museum in Chino, Kalifornien. Historisch bedeutsam ist es, weil diese ME-262 einst dem Milliardär und Piloten Howard Hughes gehörte. Die Maschine erlangte sogar Filmruhm im Film Jet Pilot. Dasselbe Flugzeug wurde kurz nach dem Krieg von Hughes bei der Bendix-Trophäe eingesetzt. Er bestritt Flugrennen gegen US-Jäger. Hughes' Antrag wurde abgelehnt, da einige der Veranstalter befürchteten, dass die veraltete deutsche Maschine die Konkurrenten besiegen könnte. Unter den Maschinen, gegen die Hughes mit seiner ME-262 antreten sollte, war der nordamerikanische F-86 Sabrejet, vielleicht der fortschrittlichste Düsenjäger dieser Zeit. Die F-86 hatte viel vom Flügeldesign aus dem Jahre 1942 übernommen, auch die Pfeilflügel der ME-262. Obwohl diese fortschrittliche Bauform nie konstruiert worden war, wurden die Originalpläne der Messerschmitt in Nordamerika in die Tat umgesetzt. Die Verarbeitung führte von einem mittelmäßigen Flugzeug zu einem richtigen Überschalljet. Während einer Tragödie entstanden, war Messerschmitts ME-262 die krönende Leistung der Luftwaffe. Gedacht als Hilfe für die Nazis, öffnete sie stattdessen die Tür in ein neues Zeitalter. Das Jet-Zeitalter.